Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Und ja, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen heute ein bisschen rumreisen und das mache ich natürlich auch. Ich bin heute auch mal wieder ein bisschen ruhiger unterwegs. So, gehen wir einfach mal durch. Mensch, ich habe jetzt Minecraft immer im Fenstermodus gespielt. Und jetzt mal wieder Vollbild, beziehungsweise maximiert. Ja, Vollbild ist es ja nicht ganz, sonst könnte ich hier nicht ganz einfach in die Taskleiste gehen oder so. Um mal eben zu checken, ob auch das Aufnahmeprogramm läuft gerade. Yo. So, ja, ich spiele halt Minecraft nicht im Vollbildmodus, ich weiß nicht. Könnte ich zwar machen, aber ich glaube dann, ich weiß gar nicht, ist es dann ein bisschen breit gezogen oder so? Nee, ich glaube dann ist es eher ein bisschen längs gezogen oder irgendwie sowas. Dass dann alles so hoch ist, keine Ahnung. So hat man es ja auch in Staffel 6 manchmal. Weil beim Movie Maker, der macht das halt so. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich glaube, wir gehen mal da hinten hin. Und ein Schwert habe ich natürlich mit. Ich hoffe, ich habe alles dabei. Ich glaube, ich wollte mir sowieso noch irgendwas mitnehmen, aber ich habe es wieder vergessen. In meiner Schusseligkeit. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier gerade in Folge 48. Ist schon relativ viel. Ja, die letzte Aufnahme ist für mich 6 Tage her wieder. Wir haben jetzt den 19.09.2015. Und, das ist doch eigentlich schon ganz schön, oder? So. Ja. Also 19.09. heute. Eigentlich ganz nice. Und, ja, was wollte ich sagen? Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß gar nicht mehr. Scheiße. Ach so, was ich sagen wollte, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, nach 2 Monaten, diese eine Aufnahme, ich glaube es war Folge 7, Folge 7 bis 10, oder 7 bis 9, die habe ich jetzt endlich mal geschafft, zu rendern. Die hatte ich die ganze Zeit nicht gerendert, weil die Datei war beschädigt, weil damals mein Rechner abgestürzt ist, war die Fraps-Datei halt beschädigt. Und, jetzt habe ich dabei endlich mal durchgerendert. Ja, dann konnte ich es ja auch wieder normal bearbeiten. Ich muss es halt nur einmal abfilmen. Das heißt, an dem Rechner hier konnte ich es nicht mal abspielen, ja, das war ja das Schlimme. Ich konnte es nur an dem anderen Rechner abspielen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe es dann mit Fraps halt so gefilmt, also nochmal aufgenommen. Das heißt, bitte entschuldigt, falls da irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Play oder so, weißt du, wisst ihr, wenn das da irgendwie aus Versehen da drinne war. Tut mir leid, ich habe es jetzt noch nicht sehen können. Ich habe mir auch nicht das komplette Video angeguckt. Ich war halt währenddessen AFK, also eigentlich sollte da alles ordentlich sein. Aber kann ja immer mal sein, dass die Maus verrutscht ist oder so. Dann ist der Pfeil dann so zu sehen und ja, dann kommt dann hier unten dieses Play und diese Leiste, wo du halt vorspülen kannst. Oh, Eisen. Und das möchte ich halt nicht. Und ja, jetzt habe ich da auf jeden Fall nach 2 Monaten für mich endlich mal gerendert. Das war ja damals auch noch ausgerechnet die Aufnahme am 15.07. Und ja, der 15.07. war halt 2012 der Tag, wo wir angefangen haben mit Let's Play. Und, ja, das war jetzt so eine Jubiläumsaufnahme und ausgerechnet die war beschädigt. Das sagt natürlich auch wieder so einiges aus. So. Könnte man wieder sagen, ist es Schicksal oder Zufall oder was weiß ich. So. Alles klar. Nehmen wir das mit. Ja, Level 9. Läuft doch. Ich glaube, in der Richtung ist dann dieses andere Biom. Wir waren ja schon mal hier. Ich erinnere mich. In letzter Zeit habe ich ja nicht so oft hier aufgenommen. Ja. Ich versuche jetzt halt jede Woche einmal aufzunehmen. Immer so am Wochenende wird es werden. In der Woche wohl nichts. Beziehungsweise ja gut. Vielleicht mal freitags.
Aber weitgehend kann ich in der Woche nicht. Vielleicht auch mal an einem Montag, aber die anderen Tage kann ich eigentlich nicht. Also Dienstag bis Donnerstag sieht es immer schlecht aus. Also wenn dann mal Montag, Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Das sind die einzigen Tage, wo ich halt mal aufnehme. Ja, aber ich möchte jetzt halt auch nicht mehr als 5 Folgen pro Woche aufnehmen. So. Problem ist halt jetzt auch, bald fahre ich ja wieder in Urlaub. Wie lange ist es noch hin? In 3 Wochen? Nee. In 2 Wochen tatsächlich schon. Ach du Scheiße. In 2 Wochen fahre ich schon in Urlaub. Und da kann ich dann natürlich auch nicht aufnehmen. Also diesmal nehme ich keinen Laptop mit. Ja, der letzte Urlaub war ja im Juli. Jetzt Anfang Oktober wieder einer. Ist, denke ich, ganz cool. Aber diesmal halt nur für 4 Nächte. Das heißt, es würde sich eh nicht lohnen, da einen Laptop noch mitzuzerren, ewig und hier aufzunehmen, weil ja, die Qualität würde darunter sehr leiden und ich habe auch keinen Bock, in den 4 Tagen Urlaub, die ich da mal habe, oder 5 Tage, auch noch hier ewig aufzunehmen. Das möchte ich einfach nicht und deswegen werde ich darauf verzichten. So ganz gediegen. Und werde mich anderen Aktivitäten widmen. Ich muss jetzt auch wieder ein Buch lesen für die Schule und das kommt mir da eigentlich ganz gelegen. Das kann ich dann im Urlaub mal lesen. So. Und ja, deswegen ist es eigentlich ganz okay. Also es wird dann einfach mal ausfallen. Ihr merkt davon ja eh nichts. Nur ihr werdet dann so viel merken, dass ich halt wieder danach, in der Folge danach wieder noch weniger weiß, was ich machen wollte, was ich vorhatte, weil ich wieder alles vergessen habe. Aber ich meine, das ist ja auch so der Fall, ne? Ist nur dann halt ein bisschen extremer. So, und das da hinten, das erinnert mich an Staffel 4. Genau, an Staffel 4 erinnert mich das. Alter, wie schnell war der bitte? Alter, wie schnell. Ohne Witz. Ja, auf jeden Fall erinnert mich das ja irgendwie ein bisschen an Staffel 4. Da gab es ja auch dieses, gab es ja auch diese Wüste irgendwie. Dann war da so ein Fluss und dann hier so Plains oder so. Gut, das waren dann auch Plains in Staffel 4 und nicht Savanne. Aber davon mal abgesehen, ist es doch schon ganz, wieder hier so ein übelster Flashback, ja. So. Oh, die Spinner Trankeffekte und Hasen gibt's hier. Ich glaube, die hat Schnelligkeit. Die war ziemlich schnell unterwegs. Da hinten ist noch ein neues Dorf. Da war ich noch nicht, ne? Alter, wie oft kann ich die bitte schlagen heute? Ohne Witz. So, huch. Hat mich einer hier geboostet oder so? Oh, PvP hätte ich auch mal wieder Bock drauf, Alter. Wisst ihr noch, ich habe da mal so PvP-Videos mal gemacht, eine Zeit lang. Hätte ich auch mal wieder Bock auf eine Session oder so. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt lange kein PvP gezockt, langsam habe ich wieder Lust drauf. Ich bin ja immer so der Typ, der sagt, nee, muss jetzt nicht sein. Habe ich Besseres zu tun. Ist halt echt so. Aber langsam, es kam wieder lange kein Special-Video. Habt wahrscheinlich gemerkt, in den letzten Monaten, kann man schon sagen, kamen ja nur noch diese Videos hier. Und da wäre doch dann schon mal wieder ein, ja, so PvP-Ding angebracht, ne? Ich glaube, das machen wir demnächst mal irgendwann wieder. Vielleicht, ja genau, ich habe doch bald eh Ferien. Wie gesagt, wenn ich halt dann aus dem Urlaub zurück bin, habe ich ja noch eine Woche Ferien. Sogar über eine Woche. 10 Tage oder so bleiben dann noch. Oder 9. Ist auch egal. Auf jeden Fall kann ich da dann sehr, sehr gut aufnehmen. Und da könnten wir auch mal wieder hier sowas machen. Fände ich ganz cool. Aber jetzt so habe ich halt abends nicht so wirklich die Motivation dazu. Stimmt, das müsste ich ja dann auch wieder abends machen, sonst sind die Server immer leer. Das ist schlecht. Aber, naja, egal. So. Huch.
Er ist fast in die Schlucht gefallen. Und da haben wir sogar eine Schmiede. Das trifft sich gut. Guck mal, hier ist noch gar nicht so lange her, dass das generiert wurde. Hier liegen immer noch die Samen rum. Das ist immer ein Zeichen für Frische. So. Okay. Ach, Rüstung, die brauche ich doch eh gerade. Lol, kommt gerade gelegen. Und Eisenzeug. Okay, hier können wir mal ein bisschen was ablegen. Das brauchen wir nicht. Und ich gucke immer in die Öfen, obwohl ich weiß, dass da nie was drin ist. Aber irgendwie ist das so eine Tradition. So, Kartoffeln haben wir ja eh. Müssen wir also jetzt nicht unbedingt ernten. Huch. War da gerade zu Herzen? Lol. Geh weg. Sollst du ja meine Villager nicht umbringen, die ich seit 10 Sekunden kenne? Das kannst du nicht machen, ja? Die stehen jetzt unter meiner Obhut. Oh. Oh shit. Ich habe keine Essen mehr. Ich werde mir mal kurz was nehmen. Von den Feldern. So, es hieß auch mal, das habe ich mal gehört, ganz früher von einem Kumpel. Der hat gesagt, wenn man die Felder nicht wieder nachpflanzt, dann werden die sauer. Und wollen nicht mehr mit dir handeln. Oder sowas. Oder die mögen dich dann halt nicht mehr. Es gibt ja in Minecraft Villager, die einen mögen und die einen nicht mögen. Und aber ich bin mir nicht sicher, ob das Abernten von dem Feld und nicht wieder nachpflanzen, ob das das beeinflusst. Ich glaube ja eigentlich nicht, dass die so schlau sind. Ich meine, die sind ja mittlerweile so schlau und machen seit der 1.8 auch selber die Ernte und alles. Aber das Feature soll es ja angeblich schon eher gegeben haben, was ich gerade genannt habe. Und ich denke nicht, dass das drinne war oder ist. So. Ach so, das war das. Okay, ich muss natürlich überall 10-mal reingucken, weil ich mir nicht merken kann. So. Bücher. Brauchen wir die? Nee. Kommt ein bisschen zu spät. Haben wir hier noch was? Ach, jetzt andert er gerade natürlich wieder. Ich guck mal hier, die Kartoffeln. Ich nehme die mir jetzt einfach mal mit, oder? Ach, guck mal, ich kann da auch hier einfach mit Knochenmehl das Zeug nachpflanzen. Huch. Oh, egal. War eh noch nicht ausgewachsen. Oder irgendwie gewachsen. Ich will die halt nicht alle gleichzeitig machen, weil die dann sonst direkt wieder ankommen und das abernten. Muss ich mal einzeln klicken, das kann doch nicht sein. So. Nein, das sind meine. Oh, da setze ich jetzt neue. Setzt er auch Kartoffeln? Ist das so schlau? Geh mal weg. Der sammelt. Ach, der ist natürlich nicht so schlau. Das sammelt ihr ja auch auf. Gerne mal, die Dinger. Ach. Geh mal nicht auf den Sack mit deinen Weizendingern. Geh lieber mal weg. So, jetzt habe ich nichts mehr dabei. Was machen wir damals jetzt? Ach, wir haben doch Öfen. Da tue ich mal kurz was rein, und zwar von dem Zeug die Hälfte. 1, 2, 3. Hier auch. In der Zeit kann man Apfel essen. Und natürlich auch Karotten, wahlweise. Und dann habe ich auch wieder ein paar Themen vorbereitet. Und zwar wollte ich mal. Ah, das machen wir vielleicht später. Das Thema hier ist eigentlich relativ gut. Willst du was? Kriegst nix. So, boah. Ich werde hier noch ein bisschen bleiben und ein bisschen weiter ernten. Und währenddessen halt über ein Thema quatschen. So, und zwar. Geht es mal. Oh, ich bin mal wieder unsicher. Ich guck mal hier. Ja, ich mach das mal noch nicht. Ich mach das in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, wie es ist. Immer ein bisschen problematisch. Wo setze ich den Cut und so weiter? Das ist immer so. Ne? Wie macht man es jetzt?